Hallo, ich bin Bisa-Bisa-Sam. Das hier ist das nächste Let's Play. Neben mir ein besonderer Gast. Hier ist Fleischsaft. Voll motiviert. Yay. Ja, okay, Motivation muss jetzt nicht ganz oben sein. Das hat auch einen Grund. Willst du den erläutern? Oder? Ja, okay, kann ich machen. Also wir haben eben schon mal 50 Minuten von diesem Spiel aufgenommen, nur um dann festzustellen, dass Bisa, klug wie er ist, ich den scheiß Aufnahme-Button nicht gedrückt hatte. Jetzt liegt's an mir, natürlich. Naja, hier lag's nicht. Bist du der Typ am Keyboard oder bin ich es am Keyboard? Wolltest du vorher irgendwas bei Wikipedia nachgucken? Ja, was auch immer. Okay, die Taste ist vielleicht auf Ö ein bisschen schlecht gelegt. Aber... auf jeden Fall haben wir jetzt 50 Minuten Scheiß aufgenommen und machen jetzt alles nochmal. Aber das Gute ist, dass wir das Buch nicht mehr lesen. Ja, wir werden euch, also es gibt gleich eine Stelle in das Spiel, um euch mal ein bisschen vorzuspoilern, in der man sehr viel lesen muss. Und wir haben das alles eben schon vorgelesen. Und wir werden es jetzt einfach nochmal für euch zusammenfassen. Und es war umsonst. Ich habe mir die Kehle wund geredet, ey. Ja, man, es waren ungefähr 3 Parts, die wir nur gelesen haben. Ja. Es wären 3 Parts gewesen, wenn das aufgenommen wäre. Okay. Ja, aber jetzt fangen wir einfach mal an. Wir werden am Anfang ein bisschen durchrushen, weil wir sind gerade ein bisschen, weißt du, es ist 5 Uhr morgens, die Motivation ist ein bisschen low und egal. Es ist auch noch nicht wirklich was Spannendes passiert in dem Spiel. Nee, aber drücken wir auf New. Ich habe auch einen Teil, den ich nachher hochladen werde, wenn wir durch sind. Welchen Teil? Da, wo ich am Ende erst feststelle, dass er gar nicht aufgenommen wird. Wir werden euch einen Teil hochladen, den wir feststellen, dass wir nicht aufgenommen haben. Ja, fangen wir an. Ich kann leider den Spielsound nicht leiser drehen. Aber so laut ist das Spiel jetzt auch nicht. Wird schon gehen. Ja, wird schon gehen. Ey, wollen wir gleich gucken, ob der aufnimmt? Ja, wir machen einfach alle 3 Minuten mal wieder eine Pause und gucken, ob es aufnimmt. Einfach nur aus purem Frust. Das ist wirklich erbärmlich, Mann. Ja, Mann, das war echt erbärmlich, ey. Ich lasse es jetzt auch auf F7. F7 ist eine tolle Taste zum Aufnehmen. Ja, weil die keinen Arsch benutzt für irgendwas. Ja. Weil die mitten im dritten, ne, im zweiten Ding. Echt jetzt? Ja. Was kam raus? So ein dicker Auto. Dick? Ja. Dick im Sinne von... viel Fleisch. Oh, okay. Ich dachte von wegen so ein berühmt und... Nee, ein bisschen cooler Typ. Nein? Okay, viel Fleisch. Es ist noch cooler Typ. Ich meine, er ist ein Horror-Auto. Ja. Ja, aber ist es schwer, eine Horrorgeschichte sich auszudenken? Keine Ahnung, das ist... Ich hab's noch nie probiert. Hallo, lass mich mal ausreden. Ich hab's noch nicht probiert. Ja, doch, hab ich echt schon. Hast du echt schon? Mehr oder weniger. Also was mein Träumen abgeht, ist schon schlimm genug. Meine Träume sind einfach nur Zusammenschnitte aus allen möglichen Horrorfilmen, die ich kenne. Du träumst? Manchmal. Manchmal. Eigentlich träume ich meistens gute Sachen. Nur nicht so viel Sachen. Aber manchmal träume ich richtig abgefuckte Scheiße. Gestern zum Beispiel, ich gehe um 4 Uhr ins Bett. Nee, kannst du spielen. Ich bin um 5 ins Bett gegangen. Und um 7 wache ich auf, weil ich den übelsten Albtraum hatte. Weißt du, das ist praktisch... Weißt du, 3 Sekunden REM-Phase und schon am Arsch. Okay. I arrived at Blackwood Manor one cold Saturday morning amidst a thick veil of fog. The weather didn't look good, and there was an unnatural calm surrounding the area. Yet, I soon became entangled with the place. Ey, das war übelst gutes Timing von uns. Ja, ne? Die Geschichte war gerade so, weil da angefangen zu reden, das war übelst cool. Ja, das war auch. Ja, Mann. Das ist kein Trabi. Ja, das ist... Keins von deinem Trabi, falls ihr es nicht mitbekommen habt, der Typ ist gerade zu diesem... Wow. Das war laut. Ja, ich habe gerade mein Mikro umgespielt, Entschuldigung. Ja, der ist gerade zu diesem Ding gekommen und es ist übelst neblig und bla, aber er fasst trotzdem ein Gefühl da. Das sagt er jetzt am Telefon. Ja, das hat er eben gesagt. Ja? Ja. Okay. Du fährst die Story zusammen. Ja, ich muss ja nur spielen und das alles überleben hier, ey. Ey, scheiße. Ich hab's noch gar nicht gesagt, ich finde so eine Horrorspiele irgendwie richtig geil. Auch Point and Click, das liebe ich, aber ich werde mehr oder weniger dazu verleitet, das zu spielen durch Fleisch. Ja, ich hab's im Internet gefunden, dieses Spiel. Ja. Und ich fand's einfach übelst geil, dieses, weißt du, also dieses Ding, dass es Horror ist, aber gerade Point and Click, ich meine, das gibt's selten. Ich konnte mir das vorher auch gar nicht vorstellen. Und aus Ego-Sicht und so, und deshalb dachte ich so, ja Mann. Außerdem ist es ein Spiel, was, ich meine, wenn ihr mal Let's Plays davon sucht, es gibt praktisch keine. Das Spiel ist einfach übelst unbekannt. Es kommt aus Argentinien. Ist das erste kommerzielle Spiel aus Argentinien. Ich meine, wie viele Spiele kennt ihr aus Argentinien? Kein einziges. Es ist wohl wahrscheinlich auch das einzige kommerziell hergestellte. Ja, echt. Ich meine, was geht in Argentinien außer Fußball? Ja, ich weiß nicht. Also da kommen wir nicht rein, das wissen wir schon. Ja, das ist echt. Da hinten ist eine Krypta.
Nee, nicht Krypta. Nee, ja, warte, irgendwas, jetzt gucken wir, was die Glocke da oben dran ist. Das will ich jetzt nicht wissen. Das versteht ihr jetzt nicht, weil ihr den ganzen Scheiß gesehen habt, den wir vorhin gespielt haben. Ah, nee, doch, das ist die Kapelle. Siehst du, das ist die Glocke. Ah, du hast recht, okay. Okay, das ist eine Kapelle. Die ist zu. Ja, alles ist zu. Erklär nochmal die Metapher, die wir uns da ausgedacht haben in dem Part davor. Hast du eine Metapher ausgedacht? Ja, klar. Dass wir voll am Arsch sind. Ja. Okay. Also Gott ist weggerannt und hat die Tür hinter sich zugeschlossen. Das ist halt eine Metapher, also da. So eine Kirche ist ja immer auf. Ja. Hier ist ein Gewächshaus, das ist auch zu. Da drehe ich auch wieder um. Und halt, ja, eine Kirche hat, da muss man immer Zuflucht finden. Und wenn die abgeschlossen ist, ist das ja wohl Gottes schon Willen. Mal so ein Wink mit dem Zaunfall. Ja. Um das jetzt mal hier. Gott hat gesagt, du bist am Arsch. Okay, so. Wir sehen eine Tür, öffnen unser Inventar. Bam, und Schlüssel. Benutzen Schlüssel. Aus irgendeinem Grund kann ich das nicht am Schloss machen. Sondern links am Rahmen. Unten. Unten? Da, okay. Ich hab keine Ahnung, das ist so skurril. Ich muss auch da drücken zum Öffnen, aber sie geht nach links so auf, weißt du? Programmierungsfehler. Muss wohl. Sind Argentinier, was willst du eigentlich? Und wir sind im Haus. Die Musik fängt an. Hier ist eine Uhr am Klicken. Wahrscheinlich die hier. Es ist 9 Uhr. AM, 9 Uhr morgens. Ja, ist cool. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Telefon jetzt. Ja, weil... Fuck. Ich weiß auch nicht, was jetzt hier los ist. Weiß auch nicht. Jetzt klingelt. Jetzt ruft's an, Alter. Jetzt klingelt's, ey. Hello. Michael, it's me. Hey, Jerry. It's good to hear your voice. I see that piece of junk you got there is working. My thoughts exactly. I was afraid it'd fall apart as soon as I laid my fingers on it. So how did you find everything? Do you like the place? It's hard to tell yet. I'm very impressed, that's for sure. You sound old. Is everything okay? Yes, 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 it's perfectly fine. It's just that I'm in awe. I mean, pleasantly surprised. This house is like a dream come true. So you do like it? You got me worried there for one second. Du fasst es euch zusammen? I'm telling you, I'm going to turn this place into a factory of horror stories. Good. You ought to finish that book. I'm rooting for you, mate. You sure everything is in order? Well, I just got here. Let me have a look around, and I'll get back to you if I find anything strange. Okay, also anscheinend ist der Jerry-Typ, der Typ, der uns das Haus verkauft hat, und wir sind ein Horrorbuchautor, der... Verkauft? Ja, irgendwie so. Der ein Buch irgendwie zu Ende schreiben soll. Und Jerry hat angerufen und gefragt, wie wir das Haus finden. Und wir meinten, ja, es ist ein ganz cooles Haus, es ist übelst groß und wir sind voll fasziniert von dem Ding. Ja. Und falls irgendwas Seltsames passiert, rufen wir nochmal an. Hier war nichts, ne? Guck dich trotzdem mal vor. Ja, hier bin ich doch rum... Ach nee, doch, hier war was. Nee, gar nicht, das lässt sich ja nicht... Doch, Alkohol. Alkohol. Oh. Oh, hat schlecht. Das gesehen? Ich glaube, das sieht man, ja. Ist egal. Zeig mir, was du Freunde hast. Gehen wir hier weiter. Auf jeden. Tür, öffne dich. Ah. Kann nicht zielen, ne? Ah, hier, den Vorhang öffne ich schon mal. Aha, es wird Licht. Warte, sind die aus Afrika, die Dinger? Ja. Ja, Mann. Vasen aus Afrika. Wir haben gleich noch eine schöne Geschichte zu erzählen. Wie gesagt, wir haben ja schon mal... wir haben kein Spiegelbild. Das ist auch ziemlich abgefuckt. Das ist richtig komisch. Das ist schon mal die übelste Erkundungs- Erkenntnis. Ja, das ist echt ein... Ja, es ist komisch. Es ist einfach nur komisch. Kann ich das gar nicht öffnen? Sieht nicht so aus. Kann ich nur angucken. Ist ja auch cool. Immerhin. Ich will zur Tür. War ich in dem Raum schon? War es eben gerade? Ach, das ist die Küche, ja. Hier sind nur... Das ist ein Ofen. Irgendwo konnte man was öffnen. Ja, da rechts. Und da, ja genau. Und da greife ich auch als erstes mal zum Messer. Da könnte man noch nichts machen. Nee, mehr ging nicht. Die Schublade ist leer. Denn wie gesagt, der erste Teil, den werden wir jetzt ziemlich runterrushen, weil wir einfach das eben schon mal gemacht haben. Hier stellen wir fest, wir haben kein Wasser. Der Kühlschrank ist ziemlich eklig. Leer, eklig, muss desinfiziert werden und alles. Und diese Kaffeemühle, die ist interessant. Ja.